Hallo meine Mäuse, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück. Und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja und das ist mein Kanal, Tanjas Colorful World. So meine Lieben, ich habe einen kleinen XXL-Haul für euch. Und zwar, ich war bei DM, genau. Bei DM war ich gewesen und habe was ganz Neues entdeckt. Aber wir fangen erst mit einer anderen Geschichte an. Und zwar, ich habe von Essence, habe ich mir Nagelsticker mitgenommen. Und zwar diese. Ich habe die schon mal rausgepackt. Auf jeden Fall ist es so, die ist die Verpackung. So. Ne? Sind ganz neu in der Essence-Theke. Und das sind dann solche kleinen Stickers. So bunte. Ich fand die ganz süß. Ist mal was anderes. Und ja. Wie gesagt, den Preis werde ich euch raussuchen und einblenden. Aber die kosten, glaube ich, so 1 Euro paar gequetschte. So teuer waren die nicht. Wie gesagt, ich habe die auch schon mal drauf. Ich habe mir mal zwei drauf gemacht hier. So zwei Stück, ne? Am Kussmund und so ein Smiley. Ja, so ein Smiley. Und hier habe ich mir so ein Auge und so ein Eis drauf gemacht. Ne? Und dazu habe ich mir dann einen neuen Nagellack geholt, den ich auch drauf habe. Der ist aber von Trend It Up. Ich habe den jetzt mal ohne weiß lackiert. Normalerweise, wenn man den weiß lackiert, den Nagel erst weiß, mit einem hellen Nagellack, dann wird der auch etwas kräftiger. Ja, finde ich nicht schlecht. Der könnte ein bisschen mehr leuchten, aber ist okay. Ne? Der hat, glaube ich, auch 1 Euro paar Quetsche gekostet, der Nagellack. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich werde den Preis mal raussuchen und euch auch einblenden. So, und dann habe ich was auch entdeckt bei den Haarartikeln, bei den Haarspangen. Ja, das sind so komische Klammern. Aber damit komme ich noch nicht so zurecht. Ich habe die schon mal ausprobiert. Ich muss da auch noch mal so testen. Bisschen umständlich. Man muss die erst gerade reinstecken und dann wieder zurückstecken. Aber bei dickes Haar hält das nicht so. Oder bei meinem Haar. Vielleicht habe ich auch was falsch gemacht. Ich werde das nochmal testen. Ja, keine Ahnung. Die haben gekostet 1,95 Euro. Wie gesagt, ich teste das nochmal aus. Und dann probieren wir das nochmal. Oder ich zeige euch das dann, wenn es funktioniert hat. So. Und dann gibt es auch ganz, ganz neu. Ganz, ganz neu. Jetzt habe ich das gerade gar nicht hier. Doch, Moment. Ich bin sofort wieder bei euch. Letztes Jahr gab es ja von Balea eine Creme. Die habe ich auch noch hier. Diese Creme gibt es wieder. Das ist ja so ein Dupe von dieser Geschichte hier. Zeig euch das mal. Von dieser Geschichte ist das ja ein Dupe, ne? Diese Creme. Und die ist ja unheimlich teuer. Diese Creme hier. Und auf jeden Fall gibt es die wieder, ne? Ich habe die immer noch. Die riecht so ähnlich. Wenn die aber auf der Haut ist, verändert sich der Geruch ein bisschen, ne? Bleibt nicht so der Geruch. Deswegen habe ich die auch nicht aufgebraucht. Ich habe die immer noch halb voll und die war von letztes Jahr. Ich weiß gar nicht mehr. Die riecht noch nicht ranzig, könnte ich noch benutzen, wie gesagt. Aber ich habe was Neues entdeckt und das ist ein Dupe von diesem Teil hier, von diesem. Ich werde das mal auspacken. Auf jeden Fall so, ne? Wir werden das jetzt mal testen. Das hatte ich mir auch letztes Jahr geholt, ist auch noch voll. Schaut mal, ne? So, ich schüttel das beide mal und dann werden wir das mal austesten. Okay. Ich werde 2,95 Euro oder so. Ich werde euch den Preis raussuchen und werde euch den einblenden. Auf jeden Fall bekommt ihr das bei DM noch. Beides, auch diese Creme, wie gesagt. Da gab es doch noch was anderes, ich weiß nicht. Wir werden das auf jeden Fall jetzt testen. Ich werde mal auf die Seite, werde ich das Originale drauf machen. Das Originale ist ein bisschen
im Farbton etwas anders. Ist etwas. Ich zeige euch das. Ist etwas anders, der Farbton. Ne? Einmal so. Oh, das riecht total gut, ne? Oh. So, ne? Schön im Sommer. Oder wenn ihr rausgeht, abends. Oh, Biergarten oder so. Schön. Und dann machen wir die andere Seite. Ist ein bisschen flüssiger. Okay. Riecht auch wunderbar. Könnt ihr das sehen? Ist okay, beides gleich. Doch. Okay. Doch, fühlt sich beides gut an. Wirklich, wirklich, wirklich. Der Glanz ist auch da. Ist okay. Schaut mal. Ne? Wie gesagt, das ist scheiße teuer. Und ja, 30 Milliliter. Das kostet 2,95 Euro und wir haben hier 75 Milliliter drin. Also könnt ihr euch das kaufen. Ist eine Kaufempfehlung von mir. So, dann haben wir diese Geschichte schon mal. Aber ich liebe dieses Duschzeug davon. Aber nur, das ist so teuer. So teuer. Ich glaube, ich habe da auch noch eine kleine Creme von. Ich glaube, ich habe die noch. Ich weiß nicht. Das ist schon was Feines. Ich habe ja auch den Stift davon für die Lippen. Ne? Ja. Machen wir da oben weiter. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ne? Ja. So. Ja. Und dann habe ich was ganz Neues entdeckt. Was ganz Neues entdeckt habe ich. Und zwar gibt es von Dresdner Essence, von Dresdner Essence gibt es was Neues. Und zwar, erstmal feste Seifen. Die werde ich euch alle nacheinander, werde ich euch mal die festen Seifen einblenden und euch was darüber erzählen. Und dann gibt es noch was von Dresdner Essence. Einmal ein Shampoo. Ihr seht richtig, das ist eine Tüte. Das ist ein Shampoo. Ist das. Dann habe ich noch eine Handseife mitgenommen. Eine Handseife. Ja. Und dann habe ich jetzt einfach mal. Ich habe auch nicht überlegt. Ich hätte auch den Spender von hier zu Hause nehmen können. Ich habe jetzt mir einfach mal neuen Spender konnte man kaufen. Die Preise werde ich euch alle einblenden. Hier ist auch direkt drin, bis welche Füllhöhe man Wasser reinmachen muss. Ja, so. Und dann gibt es auch für Haarshampoo, gibt es dann auch nochmal so, obwohl man hätte das Haarshampoo auch da reinmachen können, nochmal hier, ne? So. Und dann gibt es auch noch Badeshampoo. Aber ich werde euch das alles einblenden und werde euch nochmal die Details dazu sagen. Ja. Es gibt auch noch mal, aber ich zeige euch das alles in jetzt hintereinander, werde ich euch mal kurz eine Information dazu geben. Ich werde jetzt mal eben Wasser holen. Ich werde mal im Wasser da reinmachen und dann mischen wir das zusammen an und gucken mal, wie die Konsistenz davon ist und wie der Duft ist. Ja, ich finde, das war eine nachhaltige Sache, ist das auf jeden Fall, wie gesagt. Und das finde ich nicht schlecht. Wie gesagt, eigentlich hat man so ein Teil zu Hause, man braucht nur dieses holen, wenn man nicht auf feste Seife steht, ne, ist das auch eine nachhaltige Angelegenheit, genauso wie die festen Seifen. Und wie gesagt, Badeshampoo kriegt man auch, Handseifen, Haarshampoo, ja, wie gesagt, ich zeige euch das jetzt alles. Lasst das jetzt mal durchlaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Artikel bekommt ihr alle online auf der Dresdner Essence Internetseite. Die haben im Moment auch Angebote. Ich werde euch den Link, werde ich euch auf jeden Fall die Internetseite, werde ich euch unten einblenden, in die Infobox unten reinpacken. Schaut mal da vorbei. Wie gesagt, bei DM bekommt ihr auf jeden Fall
Die festen Seifen bekommt ihr da und dann die einzelnen Flaschen. Die haben zwei verschiedene unterschiedliche Flaschen, bekommt ihr bei DM. Und die einzelnen Tütchen. Das Komplettset bekommt ihr nicht bei DM. Das müsst ihr dann bei Dresdner Essenz selber auf der Internetseite könnt ihr das bestellen. Und ja, die haben da unterschiedliche Sets auch. Müsst ihr mal schauen. So, ich habe jetzt einmal, das habe ich gar nicht drauf geguckt, egal. Auf jeden Fall habe ich die Handseife hier. Konzentrat zum Anmischen. Belebender Hanf. Belebender Hanf, genau. Belebender Hanf. Rezeptur ohne Mikroplastik. Verpackung sehr gut recycelfähig. Sanfte Reinigung ohne SLL. SLES, LSD, ich weiß nicht. pH-neutral mit pflegendem Mandelöl, bei jeder Wasserhärte nutzbar und ist vegan. Wir sollen hier 200 Milliliter rausbekommen aus einer Handseife. Reduziert CO2-Emissionen durch weniger Verpackungsmüll, verringert Transportgewicht. Konzentrierte Rezeptur ohne Wasserzusatz. Folie aus recycelfähigem Monomaterial. Ergiebige Produkte. Handseife mit belebendem Hanfduft sowie pflegendem Mandelöl und Aloe Vera sorgt für saubere und geschmeidige Hände. Die pH-neutrale Basis und die Pflegekomplex hilft die Hände während des Waschens vor dem Austrocknen zu bewahren. Hautverträglichkeit des gebrauchfertigen Produktes dermatologisch bestätigt. Ich finde das eine gute Lösung zu den anderen Produkten. Vor allen Dingen, wir haben diesen Spender, entweder kaufen wir uns den oder man benutzt den immer zu Hause, hat einen schönen Spender und braucht sich nur so ein Beutelchen nachkaufen. Finde ich nicht schlecht. So, wir machen das jetzt erstmal fertig. Ich glaube, das war dieser. Ich glaube, das war dieser hier. So, jetzt kann man das natürlich nicht aufreißen. Muss ich meine gute Schere wieder nehmen. Meine gute Schere. Oh, riechen tut das schon mal echt gut. Oh, oh, voll in der Nase rein. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich das ganz aufgeschnitten hier, das Teil. Dass ich das auch vorsichtig hier reinschütte. Bin mal gespannt, wie das jetzt wird. Ja, nicht daneben. Ah, ich hab daneben. Ich hätte einen Trichter nehmen sollen. Dann muss ich gleich mit dem Blatt, also da muss ich ein Blatt drunter legen. Ich habe ein Blatt drunter liegen. Ich bin auch ein Tollpatsch. Ich hätte das nicht ganz aufschneiden sollen. Jo, Tanja, läuft. Läuft, alles daneben. Also der Duft ist schon mal echt gut. Jetzt habe ich die Hälfte daneben. So. So, jetzt muss ich mal eben gucken, wie ich das hier. So. Okay. Muss ich mal eben gucken, wie ich das den Rest da reinbekomme. So. Aber der Duft ist schon mal echt gut. Oh, jetzt habe ich das ganze Pulver in der Nase. So, jetzt schütteln wir das ganze Spielchen. Ist das hier drin, ne? Schütteln wir, schütteln, 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 schütteln. Hallo? Ich schüttel die Seife, ja? Ich muss ja schütteln. So, hat sich das aufgelöst? Shake, shake, shake. 1 Minute shaken. Shake, shake, shake.
Wir schicken, wir schicken. War das schon eine Minute? Boah, jetzt habe ich ja ganz Pulver in der Nase von gerade. Jo. Okay, jetzt sollte man eine Minute schicken und dann eine halbe Stunde warten, dass sich, ich denke mal, dass sich das wieder absetzt. Auf jeden Fall riecht das echt gut, muss ich echt sagen. So, das muss ich mal eben meine Hände sauber machen. So, jetzt haben wir noch das Haarshampoo. Oh Leute, ich habe echt mir alles in die Nase gehauen, im Mund, überall. Oh. Oh. So, dies ist das Shampoo. Konzentrat zum Anmischen. Karibische Früchte. Rezeptur ohne Mikroplastik. Verpackung sehr gut recycelfähig. Für normales Haar, sanfte Reinigung ohne SLES. pH-neutral mit pflegendem Mandelöl. Bei jeder Wasserstärke nutzbar. Härte nutzbar. Vegan. So. Machen wir das so, wie das hier steht. Boah, ich habe mir echt alles bis auf die Zunge habe ich da. So. Hat jetzt etwas besser geklappt. Aber ihr müsst echt gucken, was staubt. Besser ist, wenn ihr das mit einem Trichter einfüllt. So, sieht jetzt auch so aus. Ne? Ich werde das jetzt mal schütteln. Also die Düfte sind echt gut, muss ich echt sagen. Bin mal gespannt, wie das Shampoo ist. Das Haarshampoo, ne? Schick, schick, schick. Ich schicke, ich schicke. Also wenn das, Leute, wenn das echt gut ist, vor allem die Handseife, Shampoo weiß ich jetzt nicht so. Aber wenn das Shampoo auch gut ist, warum nicht, ne? Oh, die Farbe sieht gut aus. Lelelele. Schon eine Minute um. Sagt mal was. So. Auf jeden Fall ist das voll. Das riecht echt gut. Das von Balea. Ich glaube, das riecht schon ein bisschen ranzig, weil ich das schon über ein Jahr stehen habe. Schade. Ich habe so viel Geld dafür ausgegeben. Ich würde, aber ich war dann, ihr kennt mich ja, ne? Ich habe ja die Tage schon gesagt, ich bin dann zu. Ich bin mir dann zu schade, das aufzubrauchen, obwohl das bescheuert ist. Ihr seht ja, ich glaube, das hat schon einen weg. Ich würde jetzt eher das von Balea nehmen. Weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Muss ich gucken. Schade. Man sollte das echt benutzen, wenn man sich das holt und nicht irgendwie weglegen und sagen, ach komm, ist zu so schade, wenn das leer ist, holst du dir endlich mal neu, weil das zu teuer ist. Aber das ist Blödsinn. Endeffekt schmeißt du das sowieso weg. So. Da sollte es auch nutzen, wenn man das schon hat. So, jetzt müssen wir warten. Wie gesagt, auf jeden Fall ist das schon fest, ne? So, ich werde mal, ich mache das jetzt einfach so. Ich tue jetzt die Seife, ich tue jetzt die Handseife jetzt hier drauf. Obwohl, die halbe Stunde ist ja noch nicht um, ne? Ne? Ich habe jetzt die Tage auch nicht gekonnt. Doch, Leute, super, super, super. Oh, das ist toll. Ich gebe mal eben die Hände waschen und dann bin ich wieder bei euch. Doch, schaut mal. Richtig schön fest, ne? Leute, wisst ihr, wie das riecht? Wisst ihr, wie das riecht? Das war ein Hanfprodukt, ne? Aber das riecht.
Wie ein neugeborenes Baby. Wenn das frisch gebadet ist und eingecremt ist und geölt ist und so, ne, wisst ihr, Babys riechen ja so total lecker. Und so riecht das. Wie ein kleines Baby. So riecht das wirklich. So, ich riech mal an dem Shampoo. Oh, das ist das auch. Ich gebe ihm die Hände waschen. So, ich bin wieder da. Ja, wie gesagt, ich bin davon begeistert. Wie gesagt, die Handseife sowieso, die ist klasse. Wie gesagt, mit dem Shampoo müssen wir testen. Und wenn das gut ist und nicht so viel braucht von dem Shampoo, dann ist das eine Überlegung wert. Ist auf jeden Fall eine Alternative zu den festen Shampoo, Seifen. Auf jeden Fall. Wie gesagt, von Dresdner Essence gibt es ja auch noch die anderen. Die habe ich euch alle schon vorgestellt. Und ja, wie gesagt, Badeschaum gibt es auch, Badeshampoo. Da muss man ein bisschen gucken, wie das ist mit der Badewanne. Muss man vielleicht mal ausprobieren, wie weit man damit kommt und ein bisschen ausrechnen, ob sich das lohnt. So, meine Lieben, dann sind wir schon durch mit der Geschichte. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und habt eine kleine Information zu diesen Seifen von Dresdner Essenz bekommen. Und wie gesagt, mit dieser Handseife finde ich echt optimal, weil nicht jeder mag sich ein Stück Seife hinlegen, und das ist eine optimale Lösung. Wie gesagt, eigentlich hat man den Spender zu Hause, wenn nicht, holt man sich einen Spender und den kann man dann immer wieder mit diesem Tütchen auffüllen. Wie gesagt, das Haarshampoo müssen wir testen. Das werde ich testen auf jeden Fall. Ja. Und im nächsten Aufgebraucht-Video werde ich euch dann darüber berichten. Wie gesagt, ihr könnt euch die Geschichte mal angucken. Auf jeden Fall, die Handseife kann ich euch echt empfehlen. Schon mal empfehlen, auf jeden Fall. Wie gesagt, so, das war's jetzt, meine Lieben. Wenn euch das kleine Häutchen und dieses neue Produkt, was ich euch vorgestellt habe, gefallen hat, würde ich mir wünschen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Und wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet, lasst mir doch gerne ein Abo da. Und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr auch meine nächsten Videos nicht verpasst, die ich mindestens zweimal die Woche hochladen werde. Ja, das war's jetzt, meine Mäuschen, süßen Mäuse, Täubchen, Vögelchen, Schneckchen. Nein, Spaß, meine Lieben. So, wie gesagt, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, euer Tanja. Ciao, Tschüss, Kowski, bye, adieu, adios. Tschö mit Öhü. Ciao.